Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit meinem Lieblingsschnittprogramm LumaFusion meine Clips von der DJI Neo bearbeite und color grade. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir beginnen damit, ein neues Projekt anzulegen. Hier unten links. Gehen auf das Plus. Und machen jetzt ein neues Dokument bzw. ein neues Projekt. Ich nenne es einfach Neo. Ich nehme hier immer diese 29,97 und ich habe ja mit der Neo in 4K 30 gefilmt, dann passt es zusammen für YouTube, für die meisten Endgeräte, die hier benutzt werden, Tablet, Smartphone und so weiter, ist 30 guter Wert. Beim Bildformat gehen wir auf 16:9 und beim Farbraum nehmen wir diesen Standard 709 für YouTube und dann auf das Plus. Hier oben links gehen wir jetzt auf die verknüpften Ordner und hier habe ich am Desktop einen Ordner Predigtstuhl und hier habe ich 4 Clips drinnen. Ich gehe jetzt mal auf den ersten Clip und schaue mir mal an, wo ich den starten möchte. Gehe jetzt mal ein bisschen hier nach hinten. Ich würde sagen, in dem Moment, wenn die Neo beginnt zu fliegen, ist ein guter Startpunkt. Und dann gehen wir hier zurück und wir nehmen hier den ersten Flug, vielleicht bis kurz davor, bevor ich sie gedreht habe, also vielleicht bis hier in etwa. Jetzt haben wir den Bereich hier ausgewählt, den wir bearbeiten möchten und gehen oben nach links und ziehen den in die Zeitleiste. So, jetzt haben wir den in der Zeitleiste drinnen. LumaFusion ist sehr aufgeräumt und ich finde sehr einfach zu bedienen. Ich nutze das Programm fast immer für meine Videos. Ich mag das Programm besonders, weil es eben für meine Ansicht nach sehr aufgeräumt und sehr einfach zu bedienen ist, aber auch sehr gute Ergebnisse liefert. Um einen Clip zu bearbeiten, muss dieser hier weiß umrandet sein und dann gehst du einfach hier unten auf den Stift bearbeiten. Und sind jetzt im Bearbeitungsmenü. Du hast also hier vorne Rahmen, Größe, Drehung und so weiter. Hier kannst du also Skalierungen oder sonstiges vornehmen. Dann der zweite Reiter wäre die Geschwindigkeit. Hier kannst du die Geschwindigkeit anpassen. Der dritte wäre hier stabilisieren. Wenn du ein unstabilisiertes Video hast, kannst du hier stabilisieren. Und dann haben wir als nächstes noch das Color Grading. Es fehlt hier der Knopf oder der Bereich Audio, weil das Neo Video hier hat keinen Ton. Ich bleibe also hier auf dem FX oder auf dem Farb Color Grading Bereich und wir gehen rechts nach oben. Wir haben also hier, wir haben hier die Farbvoreinstellungen, wir haben hier LUTs, die du einstellen kannst. Ich habe hier LUTs geladen, nimm die aber relativ selten, muss ich sagen. Und das nächste hier wäre dann so spezielle Vignetten und so weiter, so Effekte in Anführungszeichen. Dann haben wir hier Schärfe, Unschärfe, dann haben wir hier noch nur so Spezialeffekte, nehme ich auch nicht her. Und hier haben wir dann das Color Key, wenn du ein Greenscreen hast, kannst du hier einstellen. Und dann zum Schluss das Sternchen, die Favoriten, das zeige ich dir. Wir gehen also nach vorne auf die Farben. Und um das jetzt zu bearbeiten, legen wir ein Original an. So, jetzt haben wir hier Original, die Regler sind alle auf 0 und von hier aus können wir jetzt arbeiten. Es ist so, ich finde das Bild von der Neo etwas kühl und etwas flau. Das möchte ich jetzt verändern. Dazu gehen wir als erstes mal her und geben hier bei der Beleuchtungsstärke, gehen wir ein bisschen zurück, vielleicht so auf 0,7.
Und dann haben wir hier oben schon den Himmel besser. Ich schalte das mal aus, dann siehst du das. Jetzt haben wir ein schöneres Himmelblau durch die Runterregelung der Beleuchtungsstärke. Dann passen wir als nächstes die Farben an. Ich gehe mal als erstes auf den Blauregler und den Blauregler, den gebe ich etwas nach Gelb, um das Grün einfach wärmer, schöner zu machen. Vielleicht ist hier so, ja, so 0,86, 0,85 so ein guter Wert. Dann ist das Ganze hier schon sonniger. Dann gehen wir auf den Grünregler und du siehst hier, wenn wir den Grünregler Richtung Magenta so regeln, wird das Holz sozusagen auch ein bisschen besser. Das machen wir aber minimal, vielleicht so auf, ja, so 0,95. Wir gehen hier wieder auf Aus- und Einblenden. Du siehst, das Grün ist wärmer und auch das Holz ist etwas wärmer. Dann gehen wir nach oben beim Rotregler. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen Richtung Blau gehen. Du siehst, es wird dann bläulicher. Hier müssen wir auch sehr vorsichtig sein, eventuell minimal, um das Blau ein bisschen besser zu haben. Also vielleicht so 0,96, 97, also ganz minimal und sparsam. Jetzt blenden wir das nochmal die Vorschau aus und wieder ein und du siehst, das Bild ist schon insgesamt wärmer. Also mir gefällt es jetzt schon so besser. Dann gehen wir mal auf den Kontrast. Da muss man auch sehr aufpassen mit dem Regler. Ich gehe mal so um 5 Punkte nach oben und schauen wir uns das wieder an. Ja, der Kontrast ist dann auch besser als vorher. Das schaut hier ganz gut aus. Dann gehen wir mal im Video ein bisschen weiter nach vorne. Und ja, ich würde sagen, das ist so ganz in Ordnung. Und wir belassen das mal hier bei den Farben so und gehen jetzt noch auf die Schärfe. Und bei der Schärfe gehen wir hier einfach mal auf das Unscharf 1. Und dann sehen wir, in den Tiefen haben wir dann noch, ist noch ein bisschen härter geworden. Also hier von der Bildschärfe her können wir das gebrauchen. Das schaut gut aus. Man muss aber hier immer ein bisschen vorsichtig sein. Eventuell, wenn es euch doch ein bisschen zu stark geschärft ist, könnt ihr hier ja doch ein bisschen zurückgehen. Und dann schauen wir uns das Ganze hier, wenn wir die Schärfe rausnehmen. Ja, das können wir aber gebrauchen. Man sieht es hier in diesem Bereich, dass man diese leichte Schärfen ist ja auch immer praktisch eine gewisse Kontrastgebung. Es werden also die Kanten betont. Es wird Kontrast hinzugefügt bei der Schärfung. Und so können wir das hier also gebrauchen. Dann sind wir hier noch ein bisschen besser. Und dann gehen wir noch mal zurück auf Original. So. Und schauen uns hier jetzt nochmal das Ganze an, wenn man den Schattenradius hier doch, Entschuldigung, die Schattenstärke, nicht der Schatten, die Schattenstärke, wenn wir hier dann noch ein bisschen nach oben gehen, dass es im Wald nicht ganz so finster ist. Ich gehe mir so auf vielleicht so 0,25. Dann lassen wir das Ganze mal nochmal so ablaufen. Jawohl. Immer wieder die Vorschau raus. Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir zurück, um euch das Ganze hier nochmal zu demonstrieren. Du siehst auch gleich, wie das Programm funktioniert. Ich kann hier einfach mal diese Ebene hier duplizieren. Gehe bei der Ebene auf Bearbeiten. Und jetzt lösche ich hier diese Einstellungen einfach raus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Wir haben also hier das Video, wie es von der Neo gekommen ist. Jetzt schalten wir die Ebene aus. Und jetzt hier das Video, wie wir das bearbeitet haben. Ich würde sagen, es war eine leichte Bearbeitung, aber das Video hat absolut profitiert von dem Ganzen. Gehen wir nochmal zurück, schalten wir das wieder aus. Hier haben wir das Video, wie es aus der Neo kommt.
Also hier relativ kühl. Und jetzt schalten wir die Ebene wieder aus. Und hier das Video, wie wir es bearbeitet haben. Ich finde es auf alle Fälle, also mir gefällt es besser. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Wahrscheinlich hast du ja mehrere Clips gemacht. Ich gehe jetzt mal hier so nach vorn und markiere. Erst muss ich ihn anschalten. Markiere den oberen Clip und schalte den ab. Und jetzt gehe ich auf unseren Color gegradeten Clip und gehe nochmal auf Bearbeiten. Und dann haben wir hier ja unsere Bearbeitung, die wir gemacht haben. Und wenn du mehrere Clips hast, möchtest du die ja in etwa gleich haben. Dann ist es ganz einfach. Du gehst hier auf die Favoriten und gehst hier auf das Plus. Und jetzt sagen wir mal hier einfach Neo. Und erstellen die Einstellung. Jetzt haben wir hier eine Einstellung gemacht, die wir nutzen können. Wir gehen also zurück und gehen wir ans Ende vor dem Clip. Und jetzt schauen wir mal auf den zweiten Clip, was da drinnen war. Schauen wir mal hin, da habe ich schon etwas markiert. Das wäre also der Flug so über das Skigebiet. Das würde passen. Ich habe das schon hier markiert, wie groß wir den brauchen. Und jetzt legen wir den hier hinten dran. Gehen auf Bearbeiten. Favoriten, Neo. Zack, haben wir den gleich color gegradet. Gehen wir zurück und suchen wir uns noch einen Clip. Das war hier einer so übers, was der, ne, der, nehmen wir den da. Da hatte ich, hoppla. Da hatte ich das Stück da ausgesucht zuerst. Also dann ziehen wir das mal runter. Stellen wir es hinten dran. Gehen wir wieder bearbeiten. Favoriten, Neo. Machen wir das Color Grading. Und dann glaube ich, hatte ich noch ein Stück markiert. Na, das ist es nicht. Gehen wir nochmal zurück, oder es ist. Schauen wir mal. Machen wir hier auf. Das war hier das Stück, genau. So vom Wasser dann weg. Nehmen wir mal ab hier. Und lassen das hier da so noch drüber laufen. Hier ist schon die Drehung, da gehen wir bis hier. Okay. Und stellen das wieder hinten dran. Markieren das wieder und machen wieder unser Color Grading. Okay. So. Jetzt haben wir hier ein paar Clips Color gegradet und bearbeitet. Jetzt machen wir noch die Überblendung. Wie gesagt, ich mag LumaFusion gerne, weil alles relativ einfach ist. Wir haben hier die Überblendungen. Ich nehme meistens diese Kreuzüberblendung. Mir gefällt es am besten, wenn es einfach so, ja, leicht überblendet. Ja, mir gefällt die einfach, die Überblendung. Dann gehe ich hier nach vorne und gehe hier darüber und dann gehen wir noch hier drüber. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Hier haben wir den ersten Flug überblendet und geht dann hier rüber. Fahren wir ein Stück nach vorne. Geht dann hier über das Wasser drüber. Überblendet und fliegt dann
hier weiter, sozusagen bis zum Ende. Bis hierher wird es auch reichen. Schneiden wir mit der Schere das letzte Stück einfach ab. Dann haben wir unseren Neoclip hier in Anführungszeichen fertig. Dann, das kann ich hier euch heute schön zeigen, weil ich für die Storyblocks, die habe ich abonniert, ich nutze das immer. Dann gehe ich hier einfach auf Musik und schauen wir einfach mal, was nehmen wir hier her. Filmisch, schauen wir mal, was finden. Relaxing Piano, schauen wir mal, was das ist. Ein bisschen nach vorn. Ja, ich würde sagen, das ist eine ganz nette Musik für das Filmchen hier. Wir ziehen die da einfach die Audiospur hier drunter. Und vielleicht das Anfangsstück, das aufbaut, das kürzt man einfach ein bisschen ein, dass die Musik eher beginnt. So, dann lassen wir das mal laufen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir auch eine Musik zu unserem Clip dazu. Und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch exportieren. Wir sagen hier, wir wollen einen Film im Finder. Ich möchte ihn hier bei mir am Rechner speichern. 4K. Hier haben wir die Geschwindigkeit, die wir eingestellt haben. Ich nehme immer Qualität. Das ist ganz gut. Und auch diese 48 für das Audio. Und ja, für YouTube brauchen wir das H264, dann müsste das so passen und wir können den Film hier anschließend exportieren. Und Neo, machen wir hier vielleicht Neoflug und dann lassen wir das Ganze laufen und der Film wird exportiert. Das war hier diese kurze Geschichte dazu, wie ich die Neoclips bearbeite und color grade, und ich habe auch ein Video zu LumaFusion, wenn das interessiert. Im nächsten Video machen wir mal wieder was anderes, nicht mehr mit der Drohne. Ansonsten, ich hoffe, es hat dir gefallen, es konnte dir ein bisschen was zeigen, dass dir was bringt. Bis zum nächsten Video, danke fürs Zuschauen, Servus.